Hallo. Oh nein, zum Fußballkur, Digga, da hab ich ja richtig Spaß. Deko, wohin? Wohin, Mann? Ey. Tschüss. Möwe! Ey, Digga. Voll ein Cruise der. Ey, Deko! Get up, down for the bass and sound. Schön, dass er wieder am Start seid. Heute wird's legendär, 5% Braxgan Parkour. Mit dabei haben wir Braxgan, Aris und Braxki. Moinsen. Okay, wieder reingequinscht, hallo. Bon, hallo muchachos. Braxgan Deko ist am Start für euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Appetit und viel Erfolg beim Geschäft. Auf geht's, ich hab keinen Plan, was uns hier erwartet. Marvin hat es einfach angemacht und ich weiß nur Braxgan. Braxgan, oh, wahrscheinlich so eine Beleidigung auf Orkisch oder so. Also ich bin hier gleich durch, ne? Ich hab den Punkt nicht eingesammelt hinten. Oh. Ich lol. Auch nicht. Okay, aber ich schau nicht. Okay, dieses Mal wieder auf dem Spiel. Oh, schön. Ey, geht da nur Aris der gefangen, den kleinen Lachs. Ja, und ich Deko. Ja, wahrscheinlich nur mir da gefangen. Ja. Schon. Ja, der erste Fail. Darf ich mit dir... LOL! Gehört doch dazu, oder? Darf ich mal... Stopp den Abfluss! Targan Braxta! Digga, das wird dann so irgendwie so eine andere Sprache sprechen. 5% scheint so ein Motorradparcours-Kram zu sein. Yay! Was? Was ist 5%? Man muss da richtig schnell durchkommen. Langsam geht nicht. Ja, so wie ich jetzt. Einfach mal mit Skill, Alter. Oh nein, jetzt kommen schon wieder Tube-Jumps. Ja, jetzt aber bin ich auch wieder durch. Ja, okay. Auf der einen Tube ist das eine... Oh, hier sind Rampen auf der Tube. Auf der Tube sind... Ja, vielleicht fährst du danach dann da oben... Nee, es gibt auch keinen Sinn. Hä? Meinst du, ich kann einfach jetzt auf die Tube draufjumpen und... Digga, wie fährst du denn? Ich bin gerade hier angekommen. Wie fährst du denn, Aris? Digga, das Deko, die Tube-Jumps, First Try schafft. Das heißt, das sind richtig einfache Tube-Jumps. Sind sie auch. Das war, glaube ich, Second Try. Bei mir war es First Try. Und ich hab verkackt, ich bin zu langsam gefahren. Oh, Deko? Oh, jetzt bin ich ja wieder ganz hinten, geil. Na, bist du wie immer Letzter, also man kennt aber ihn aber. Aber ich hab ein bisschen auch... Oh! Gas geben, ja, ein bisschen habe ich Tube-Jumps gelernt, ne? Also wie man sehen kann, nicht so viel, aber ein bisschen. Aris hat die First Try. Yep. Marvin auch. Hallo. Das muss heißen, dass sie mies einfach sind. Aber wir können jetzt da nochmal zurückfahren und hier... Was hast du für eine Karre? Können wir ihn runterkriegen? Mit Dreirad. Da ist nichts mit Trollen. Das wird nicht funktionieren. Wir können es versuchen. Hallo? Darf ich euch trollen vielleicht? Aber eigentlich sollte das eine Motorrad-Map-Only sein, ne? Hallo. Ja, ey. Dann ist der Zentrum nicht ganz richtig hier. Sah gut aus. Der ist so scheiße. Und Deko kommt. Oh, fuck. Ah. So. Für mich sind diese Dreirad-Motorräder so, irgendwie so ein Fahrrad mit Stützrädern. Also ist echt so. Right. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Meinst du jetzt auch, LOL. LOL! So im echten Leben oder? Boxershorts übrigens, ne? Fuck you. Ja. Da müsst ihr halt noch länger warten. Ist egal. Ich hab Wir Zeit. Warten. Ja. Meinst du jetzt, Trikes im echten Leben sind nicht ernst zu nehmen, oder? Ich glaube, wenn ich das so sagen würde wie du jetzt, dann hätte ich morgen die Hells Angels bei mir vor der Tür. Deswegen habe ich das natürlich nicht gesagt. Meinst du, irgendein Hells Angel fährt einen Trike? Bestimmt, ja. Ja, die fahren doch eh schon alle kein Motorrad. Ja, was machen die sonst? Im Dreirad rumfahren, oder was? Oder mit dem Einrad, was? Oder wie? Digga, hast du nicht mal hier von Philipp Schlaffer diesen... Kriminelle Vereinigung, Podcast, Laberkrams gehört, diese ganzen Motorradgangs zumindest, ne? Also es gibt natürlich ein paar Motorradclubs, die tatsächlich einfach nur Motorradclubs sind, aber die meisten sind halt irgendwelche kriminellen Vereine nur. Und da ist das Motorradfahren eigentlich zweitrangig und es geht eher um Connections zum Drogenverkaufen und sowas. Ja, aber trotzdem fahren sie auch mit dem Motorrad. Nein! Natürlich! Ich glaube, in der Gang von Philipp Schlaffer waren zwei, die ein Motorrad hatten. Es sind ja auch Digga, alles hast du schon wieder verkackt? Der letzte Sprung, ja.
Ja, ihr seid schuld, ihr wolltet warten. Nee, du machst jetzt einfach mal was richtig. Das ist ja, das mach Ding. Ich ja, also so halb zumindest. Also bist du schuld, nicht wir. Kannst du doch nicht sagen, wenn du eine 6 in Mathe schreibst, ja, war der Weihnachtsmann schuld. Nein, das ist ein schlechter Vergleich. Du musst sagen, wieder besser im Vergleich. Wir waren aber nicht bei dem Kack, wir waren gerade noch bei den Hate Angels. Digga, und ich hoffe, dass die Hate Angels bei dir vorbeikommen, dich richtig auseinandernehmen. Die ziehen dich auf so eine Bank, schmieren dich mit Schokolade ein, Alter, aber darauf, und dann nehmen sie dich richtig auseinander. Und dreht sich dann darüber auf, dass ich schon wieder eine 6 schreibe. Oha, Alter, das ist ja ein bisschen... Ja! Die Karre, die kann man nicht so gut steuern mit Num 5 und dem ganzen Scheiß. Also die funktioniert irgendwie komisch. Digga, er segelt einfach instantly ab hier. Hallo? Nee, was ich damals gehört habe bei Hells Angels, weil, ne, Hannover, ne, wir sind alle Hells Angels geprägt. Wenn du da reinkommen willst, dann musst du dich erstmal richtig auseinandernehmen lassen. Kommst du in so einen Kreis und wirst eben richtig auseinandergeprügelt und dann bist du irgendwie Teil der Hells Angels. Weiß nicht, ob das so ein Aufnahmeritual ist oder so. Nennt man ja Blood in, Blood out. Okay. Deko also kennt sich aus. Zusammenkloppen lassen, um reinzukommen, und wenn du wieder raus willst, dann halt auch. Aber dass du es dann überlebst und rauskommen, ist dann. Musst du gucken, wie dein Stand vorher im Club war. Gleiches Prinzip hast du übrigens auch im Tierreich. Und zwar zu beobachten bei den Möwen, ja. Deswegen weiß Deko da so gut Bescheid. Teil des Schiffs, Teil der Crew. Ja. Wow. Oh, wo bleibt der Schakos? Er wurde nicht getrollt von Deko, den kleinen Rockefeller hier. Hätte sich jetzt wahrscheinlich nur eingekauft hier. Ja. Gleiches haben wir im Tierreich. Man kennt sie. Die Tierdokus, wo so ein Löwe einfach mit so einem Motorrad durch die Steppe fährt, Alter. Mit so einer Kutte. Aber wenn so ein Löwendude in so ein Rudel eintreten will, dann muss er sich schon zusammenboxen lassen. Ist das so? Mit Sicherheit. Digga, also droppt ihr einfach irgendwelche weirden Infos, die überhaupt nicht stimmen. Warte, ich hab mal gehört, dass so Grashüpfer, so die haben auch eigentlich so kleine Gangs. Ja, natürlich. Dann schneiden die sich so an ihre Grashüpfer-Scheren, schneiden die sich so rote oder blaue Bandanas. Nee, aber wirklich, also die ganzen Motorradclubs haben richtig wenig Leute tatsächlich ein Motorrad. Weil das ist halt einfach nur. Aber ich sag jetzt mal, der normale Motorradclub, da sind die Leute wirklich mit Motorrad. Nur, dann ist das kein Motorradclub, dann ist das eine kriminelle Vereinigung. Ja. Dann kannst du das aber nicht Motorradclub nennen. Diese Ursprünge waren Motorrad. Halt, ne? LOL. Können Sie mir helfen, Deko? Nee. Okay, das wollte nur schauen, was du sagst. Ich hab nämlich den Punkt schon, jetzt kick ich dich runter. Wo bist du? Hat Ares gerade auch schon gemacht. Hey! Oh, Scheiße! Oh, das war so trocken. Vor allem, Deko sagt noch, ich hab ihn da auch schon mal runtergekickt und du musst noch einen nachtreten, ey. Ich hab vorher gesagt. So. Da hat. Also, ich sag mal so, das ist. Ist das nicht. Selber verkackt und jetzt auch noch mal mich runtergekickt. Ist das nicht die Definition von Karma? So, oder was du in den Wald hineinschreist, so kommt das zurück. Ja, warte, zurück. Er wollte mir nicht bei der Ernte helfen, deswegen töte ich ihn. Ich hab dich ja nicht umgebracht, Karma, du bist ja jetzt hier. Karma. Also ich denke mal, ein Toter kann nicht dann plötzlich hier sein, oder? Hallo. Wohin? Ich glaube, Deko fährt schon richtig, ja. Ja, wie das Deko ist nochmal. Wie Deko so leise ist. Ja, Ares, wo willst du denn? Er schafft es auch noch, ey. Chillig. Richtig unverdient. Hä, warum? Wie warum? Ja, warum? Du kannst dich auf meine Frage in die Gegenfrage reinbrezeln. Oh. Nein! Warte, ich kick dich runter. Oh. Ja! Wie ich das gesehen habe und dachte, ich muss mich aber schnell beeilen, ey. Digga, Eisgar, den Marshall, ey. Geile Karre. Aber er ist Amerikaner, oder? Die haben doch immer so eine Flagge drauf. Brazilian. Oh, Brazilian. Mit brasilianische Furzporno, hallo? Brasilianische Furzporno und Karneval. Ich frage mich gerade, warum gibt es dann keine Fußballgang oder so? Ist ja auch so ein Verein. Ah!
Abs. Eieiei. Warte, du trollst Ares nicht, aber mit er hat zwar versucht. Ich wollte ihn trollen. Er ist leider durchgewischt. Hat ja super funktioniert, ey. Nicht mal das. Er ist leider durchgewischt, hab ich doch gerade gesagt. Welche Flagge ist Ares? Australien. Wow, Deko, ich bin begeistert. Ja, also 3-4 Flaggen kann ich. Oh, fuck yeah, America. Fuck yeah, America. America. America, fuck yeah. America first. Make the world great again. Wir bringen Demokratie in die ganze Welt. Mist. Digga, fuck, Ares, ne? Ich hab's ja schon mal schlechte Leute gesehen, ne? Aber der Skill, der war unterirdisch, ey. Ja. Eigentlich hättest du die Maulwurf-Flagge verdient für den Skill. Aber Marvin ist Experte für schlechte Leute, denn er sieht schlechte Leute, wenn er in den Spiegel guckt. Schlechte Leute? Plural? Das hat irgendwie wenig Sinn ergeben. Hallo. Ja, du hast halt ein bisschen so eine, ne? Wie heißt das? Polyneuropathie? Was? Man kennt es. Den Persönlichkeiten erglänzt. Digga, 5%. 7 von 29. Okay, wir müssen mal weiterfahren. Scheiß auf Ares. Ja, genau. Ja, fahrt ruhig. Wobei, wenn man... Nee. Ja? Ich wollte gerade sagen, ihr seid ja auch einfach losgefahren, aber seid ihr gar nicht. Nö. Ja, ich respawn. Ich hab gerespawnt. Das ist einfach eine verkackte Lachs, ey. Richtiger Chaco. Ja, aber wenn Marvin jetzt hier wartet, kann ich ja losfahren. Aber ich muss sagen, ich hab mir damals so echt gerne so... ganzen klaren Sachen angeschaut und damit in meiner Hood gab's auch so einzelne Clans. Clans? Ja, so kriminelle Clans. Vatos Locos hatten wir bei uns. Aus dem Film Vatos Locos, glaube ich. Also so wannabe Sachen. Also aber, so. Aber was war das? Michael, Amit und. Und Thorsten. Thomas und Thorsten. Den Film richtig geil fanden und gesagt haben, wir sind jetzt Vatos Locos. Der Film ist aber echt gut gewesen, muss ich sagen. Ich kenne den, glaube ich, nicht. Ah. Blood in, Blood Out heißt er, glaube ich. Ah, den kenne ich. Vatos Locos. Naja, und was war das? M13 oder M17 oder wie die heißen? Die sind ja auch ziemlich crank unterwegs, ne? Ja. Dann so die arische in Bruderschaft. In Amerika irgendwo. Gibt schon kranke... Ja, kranke Strukturen, sagen wir mal so. Aber ich finde das mega interessant. Also ich bin sehr froh, dass ich nicht Teil von so einem Scheiß bin, ne? Aber ich finde das schon interessant. Und ich kann auch verstehen, dass man da drin ist. Besser ist es, glaube ich, immer, wenn man nicht Teil von sowas ist. Ja, ich glaube auch. Ah, jetzt sieht gut aus, oder? Hallo. Ja. Yeah. Ach so, dann geht's nochmal weiter. Hallo. Hallo, Sie kleinen Nudel, hallo. Oh, komm her, Deko. Ich meine Ares. Ares, komm her, los, komm. Oh, lol, wohin? Ah. Hallo. Hallo. Die Schadenfreude in Marins Schnüre. Jetzt kommt Eiskalt noch Koop hier. Digga, ich sterbe jedes Mal, wenn ich aufkomme direkt, Mann. Bist du fick? Bist du fick? Bin nicht weit genug gelegen. Du musst gar nicht. Ich lehne mich doch die ganze Zeit zu weit, ey. Ja, genau. Darfst nicht zu weit. Ich hab's dann einmal so ein bisschen weniger gemacht, dann hat's easy funktioniert. Digga, geht doch! Geht doch! So, wer will jetzt ein Mensch sein und wer will... Ich lauf hier gerade zu Fuß rum. Ach so, ich muss euch wahrscheinlich mitnehmen, ne? Okay. Ja, dann komm mal her, Ares. Aber hier ist die Treppe. Ah! Nice try! Ah! Komm drauf! Hä, was ist denn, was? Komm drauf! Was soll denn das sein hier? Also ja. den Vorparcours hier finde ich schlecht gemacht. Stell dich mal nach vorne, also auf mein Fahrerhäuschen. Ich glaube, dann kann ich nämlich fullspeeden oder schneller fahren, glaube ich. Ja. Weil ist so ein schöner Tarn. Aber das, ja, stimmt, da sollst du auch hin, ne? Du musst aber zu mir gucken, steht da. Aber ja, nee, so ist, glaube ich, ganz gut. Und jetzt, glaube ich, will Deko da, okay, überlebt, ja. Digga! Der Echtest hat funktioniert. Ey! Aber er kommt doch auch easy normal dahin, oder nicht? Ja, deswegen habe ich ja gesagt gerade, dass der Koop-Parcours irgendwie ziemlich scheiße gemacht ist. Der ist ziemlich random. Ja, Alter, beruhig dich doch mal! Hey,
Los, spring auf Dekos Ding drauf. Ja. Ey, mach's lieber nicht, da kannst du verkacken. LOL! wir sind so am Ziel, ne? Ciao! Hallo! Oh nein, zu Fußparcours, Digga, da hab ich ja richtig Spaß. Deko, wohin? Wohin, Mann? Ey! Tschüss! Möwe! Ey, Digga. Voll Cruise der. Ey, Deko! Ich darf den ganzen Scheiß wieder laufen, ey. Please! Jetzt einfach respawnen. Digga, wo cruist denn Deko hin? Deko hat mich wieder bis zum Anfang gebracht. Ich lauf den Scheiß jetzt. Digga. Ja, genau. Oh, ich werde euch hier wegnudeln, ne? Das wird mir gefallen. Ohne Spaß, das ist doch richtig lappig hier, Alter. Ja, freu ich doch über ich so einen kleinen Gag so. Der zu Fuß Mensch kann auch einfach draufgehen. Draufgehen? Ja. Draufgehen. Ich habe ihn schon einmal gerade überfahren. Da wäre ja fast draufgegangen. Hi. LOL, mit dem Motorrad habe ich dich platt gemacht. Na. Weiß nicht, ob ich dir glauben kann. Nein. Und wieder zurück. Oh fuck. Hey! Deko, muss das sein? Ja, das war auch verkackt, ne? Ciao! Wer hat das? Ey, Ares ist der Einzige, der es geschafft hat, wenn sich verarscht. Hä? Nicht Ares, ey. Wo ist wenn's das Problem jetzt? Wenn nicht verdient hat, dann Ares. Hä, warum? Und am Ende gewinnt Nagi. Am Ende gewinnt Nagi. Grüße gehen raus, auf jeden Fall. Hä, wie schaffst du das einfach lang zu gehen? Hä, wie? Lol. Okay. Ey. Was macht ihr da? Also. Ey. Sag einfach Karma, Marvin. Nee, sag einfach Karma. Karma wird dich noch einholen. Einfach Karma. Einfach Karma. Ich hoffe, du verkackst. Kamakamakamakamelia. Ich kann sein, dass hier wieder ein zu Fußballkurs kommt? Oder müssten wir jetzt hier Bremssprung machen? Na, 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 na. Okay, Ares ist auch wieder da. Ja. Ehrenmann wartet. Hallo. Ja. Wahrscheinlich einfach nur hochfahren, oder? Ach, komm hier hinterher. Lol. Niemals da, oder? Nee. Geheimweg. Oh. Ja, okay, ich hab's auch. Ja, da müsst ihr weiter. Hallo, ich hab Geheimweg. Bestimmt, ja, den haben wir auch. Nach Narnia. Oh, scheiße. Oh, ich hätte da sogar echt weiterkommen können. Ach, hier warten wir jetzt echt nach. Oh mein Gott, das ist ja gar nicht so einfach. Aber gefällt mir. Es könnte so klappen, ne? Ja. Digga, das gefällt mir. Ist tatsächlich eine Straße. Große Straße. Ja. Also ich glaube, das würde nicht so... Also eigentlich geht's so nicht. Aber vielleicht kann man so wieder hoch zum Punkt fahren. No, ich hab verkackt. War ein weißer Weg, oder? Ja. Und zwar gibt es den geilen Loser-Shaker sogar, den College-Loser-Shaker. Soll ich dir mal ganz kurz zeigen? Ich hab den bei mir im Kühlschrank gerade. Bei Deko funktioniert der Skill-Faktor aber nicht. Der geile jedenfalls. Aber pass auf, ne, Link ist in der Beschreibung. Ja, zeig her. Hab ich kurz gebacken. Aber auf der Seite könnt ihr, erstmal wird ganz groß angezeigt, ein Bundle mit Triebwerkdosen. Ihr könnt aber weiter unten den Shaker auch einzeln kaufen für 9,99. Das heißt, ihr müsst nicht direkt ein Bundle kaufen, wenn ihr nur den Shaker haben. Hashtag Werbung. Wo zum Fick müssen wir hin? Okay, da hast du schon. Eine rauchige Note. Hm. Oh mein Gott, Also Himbeer-Vanille ist halt einfach sexy, ne? Ist halt echt so, ja. Man kann es nicht sagen, deswegen ist der auch immer ausverkauft. Also wenn ihr gerade reinschaut in den Shop und der Himbeer-Vanille ist da, dann lag zu. Er ist nämlich leider nie lange da. Hallo! Erstmal so eine richtig krasse künstliche Verknappung eingeredet. 3, 2, oh, geil. Let's go!
LOL! Wo will ich denn hin? Falsche Nein. Richtung! Man braucht am Anfang den Boost, glaube ich. I've got it. Nein, ich habe nur in Luft gezogen. Bin sogar richtig langsam über die Rampe gefahren. Wo müssen wir jetzt? Hallo? Oh, okay! Wir müssen echt darüber und. First try. Oh, ich hab den Punkt noch nicht. Ja, lass mich dich doch vorher wegäumeln. Fast rübergeflogen. Willst du von mir? Nee, ich doch nicht. Willst du mit mir? Redest du mit dem unfassbaren Möwenfliegerprofi? Nein! Guck mal, das ist nur Aimboost mit Chachos. Das ist einfach nur der Aimboost, der jetzt gerade reinkickt. Lol. Also der mich alles First Try schaffen lässt. Ich muss das irgendwie so hinkriegen mit meiner Pilotechnik. Also es ist halt Pilotechnik. Ganz normal, wie auch diese Russian Slide-Technik, dass du halt genau das andere drückst. Das eine tippelst, das eine gerückt hältst und das andere tippelst. Dass du dann einfach stehen bleibst. Boah, okay. Ja, muss ich mir nochmal irgendwie aneignen. Oh, finally. Ich hab's. Guckst du gleich mal, ob ich das hinkriege. So, was kommt jetzt? Digga, es ist immer so knapp, ey. So knapp! Oh, ich hab ihn! Okay, dann guck ich mal, ob ich das hinkriege. Achso, ihr war noch gar nicht hier! Ja, jetzt bin ich ja. Also mit der Technik kannst du, glaube ich, sogar einfach gerade drauf zufliegen. Aber ich krieg's nicht hin. Genau, ich mach jetzt, ich halte jetzt Num 5 gedrückt und tippe ein bisschen mit Schiff. Oh, wir müssen einen Container treffen. Oh, ich komm mit der. Okay. Also das geht auf jeden Fall. Num 5 gedrückt halten und Schiff tippeln. Ja! Möchten die aber Einrastfunktion aktivieren? Virus entdeckt! Ich komm, das kannst du ausschalten mit der Einrastfunktion. Ich komme voll nicht mit der Batman-Karre klar. Ja, die ist auch scheiße. Kann man vorstellen. Ja, ich komm nicht so gerne. Ey, ich war aber schon. Also wäre das ein Popoloch, ey, da ist alles vollgeschmiert am Rand. Ich muss jetzt nur einmal im Punkt happy nehmen, dass ich das Loch. Oh, happy day! When Jesus was. Okay, ich würde sagen, all seems away. So. Oh, ist das hier? Das ist ein guter Punkt. Habe ich einen guten Startpunkt gehabt? Huh. Oh, happy day. Ja. Schaut nach unten. Happy day. So. Easy, Leute. Easy. Ja. Einmal mit Profis arbeiten. Ein einziges Mal. Jetzt schauen wir mal, welcher Kacknapp hier den zweiten Platz belegt. Oh, liebe meine überhebliche Art. No! Also mein Problem ist, dass ich immer nicht auf das Loch, ich bin immer irgendwo anders. Ja, me too, ich hab auch die ganze Zeit einen Scheiß vor. Gibt es einen Spawn, wo du direkt aufs Loch zufliegst, Marvin? Hattest du das aus? Keine Ahnung, nee. Bin ja auch die ganze Zeit hin und her geflogen. Ey, ich bin genau unten an die Kante geballert, ne? Der Trial wird nix. Ui. Aber eigentlich ist ja Ares jetzt hier der Meister, ne? Ares macht ja, kann ja hier Digga. Nur geradeaus Flieger. Nein! Ach, ey! Also wenn ich hier Ares gerade zuschaue, dann ist Ares der Meister des Failens, ja. Ja, genau. Komm schon, Baby, ein bisschen höher. Oh, aber Ares kennt die Technik. Den Lock sozusagen. Die Lock-Technik. Alter, das ist gar nicht so einfach. Naja, für normale Menschen ist es nicht einfach. Für mich war es ziemlich easy. Ja. 3 Minuten zurückspulen. Also jetzt der letzte Punkt. Ne, das ist schwierig. Der ist schon echt schwierig. Oh, come on. Ich hab das Problem, wenn ich auf die Rampe komme, dass er mich dann immer so ein bisschen nach links oder rechts ballert. Gesehen, Marvin? Ja. Nein! Also ich bin nah dran, aber es ist noch nicht, es reicht nicht zum Einlochen. Ja, dann ich droppe jetzt rein, ja? Ja. Yes. 40 Minuten! Jeremy, freut mich, dass du neben den viermal hintereinander Stunden jetzt endlich mal wieder eine 40-minütige Map hattest. Ja, wir wollten ja wieder was Menschliches reinknallern hier. Hashtag Dankeschön Jeremy für diese schöne Map und auch Dankeschön Ares, ja. Man hat hier mal wieder wirklich unglaublichen Skill gesehen von seiner Seite aus. Dankeschön, dass du dabei warst. Sehr gerne. Beschreibung auf jeden Fall abchecken.
Natürlich auch. Triebwerk abstecken, ja? Merchandise. Instant Gaming. Habt noch einen schönen Tag zusammen. Rein, ciao, ciao. Bye, bye.